ein Glück, dachte die kleine Maus. So ein weiches Nest habe ich ja noch nie gesehen. Raus aus dem Wald! Hallo liebe Kinder, mein Name ist Alexa Rubin und heute erzähle ich euch wieder eine Geschichte. Ich war gerade bei meinen Neffen und bei meinen Freunden in Deutschland und es macht so einen Spaß, wenn man sieht, wie die Kinder vor diesem Video sitzen und sich eine Geschichte erzählen lassen. Denn, liebe Kinder, es ist viel besser, ein Märchen zu hören und sich seine eigene Fantasie zu machen, als einen Film zu schauen, wo den jeder schauen kann, denn jeder sieht die gleichen Bilder im Film. Aber das Märchen, was ihr hört, das ist nur für euch. Das ist eure eigene Welt, die für immer bleibt. Also, ich erzähle euch heute eine Geschichte, die denke ich mir mal gerade aus, von einer kleinen Maus. Es war einmal eine kleine Maus, die lebte in einer Küche bei einer sehr ordentlichen Frau. Die Frau wischte und putzte ziemlich viel. Sie war den ganzen Tag zu Hause und passte auf ihre Kinder auf. Sie las ihnen schön vor, sie dekorierte wunderschön ihre Zimmer. Sie sang sogar das ABC-Lied beim Zähneputzen. Das A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Das habe ich bei meinen Kindern auch gemacht. Das sangen sie auch immer abends mit den Kindern. So liebten es die Kinder, Zähne zu putzen. Eines Tages aber waren sie alle beim Abendbrotessen und da lief eine kleine Maus durch die Küche und verschwand in einem kleinen Mauseloch. Die Frau sagte, oh, da ist ja eine Maus, das ist ja schrecklich gefährlich. Das geht nicht. Am nächsten Tag rief sie einen Mann an, der ihr helfen sollte, dieses fürchterliche Mauseloch zuzumachen. Er kam her mit einem Spachtel und mit einer Paste und klebte das Mauseloch zu. Die Maus aber, die war gerade draußen, denn sie hatte kleine Kinder in ihr Mauseloch hinter der Wand und wollte die füttern und hatte gerade ein paar kleine Krümel aufgesucht und wollte sie reinbringen. Aber nun sah sie, dass das Mauseloch verschlossen war. Sie war so aufgeregt, dass sie gleich ihre ganzen Krümel fallen ließ und weinte bitterlich. Das sah die Scheibe Käse, die noch auf dem Tisch lag. Denn die Mutter brachte gerade ihre Kinder ins Bett. Die Scheibe Käse sprang an die Kante des Tisches und sagte, was hast du denn, du kleine Maus? Ich kann es gar nicht ertragen, dass du so traurig bist. Da sagte die Maus, meine Kinder sind dahinter und da wurde diese Paste hingemacht und die wird immer fester und ich glaube, ich werde nie wieder zu meinen Kindern kommen können. Da sagte die Scheibe Käse, versprich mir, dass du mich nicht auffressen wirst, denn ich weiß, die Mäuse, die lieben den Käse. Da sagte die Maus, ich verspreche dir alles, 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 aber bitte, bitte hilf mir, diese Paste da wegzumachen, dass ich zu meinen kleinen Kinderchen kommen kann. Da nahm sich die Scheibe Käse ein Herz, nahm Anlauf auf ihrem Teller, machte einen Salto und landete direkt mit einem Klatsch vor dem Mauseloch. Dann lief sie zu dem Mauseloch hin, ganz vorsichtig, so wie so eine Scheibe Käse so läuft, weißt du, wie so eine Scheibe, die so beweglich ist, und sprang direkt zwischen die Paste und das Mauseloch. So dünn war sie. Dann machte sie so einen Käsescheibentanz, so wibbel, wibbel, wabbel, wabbel. Und dann sagte sie ganz schnell, komm, liebe Maus, jetzt geh ganz schnell rein zu deinen Kinderlein und hol die ganz schnell raus aus dem Mauseloch. Da sagte die Maus, ja, aber ich weiß gar nicht, wohin ich tun soll, sagte die Käsescheibe, das ist ganz egal, Hauptsache du holst die kleinen Kinderlein da raus, weil nochmal kann ich das wahrscheinlich nicht machen. Die Käsescheibe verabschiedete sich und ging wieder auf den Tisch zurück. Die Maus aber holte ihre ganzen kleinen Kinderlein raus und versteckte sich in einer Ecke. Die kleinen Kinderlein, die hatten es ja so schön warm, die kleinen Mausekinderchen hinter der Wand in einem schönen Nest mit kleinen Federn und Stöckchen und allem, was sie so gefunden hatten und ein paar Puppenhaaren hatten sie ein schönes Nest. Aber jetzt in dieser kleinen Ecke hinter dem Staubsauger, da war ihnen ganz kalt und außerdem hatten sie auch Angst, dass die Frau wieder den Staubsauger rausholen würde und sie würden entdeckt werden. Sie hatten also die ganze Nacht, war ihnen fürchterlich kalt. Und der nächste Tag kam.
Die Frau hatte an diesem Tag nicht gesaugt. Ein Glück, dachte die kleine Maus. Sie hatte nämlich einen Kindergeburtstag und hat ganz, 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 ganz viel zu tun. Viele Kinder kamen und ganz viele kleine Krümel lagen auf der Erde. Und immer wenn die Kinder nicht guckten, schnappte sich die kleine Maus die Krümel und brachte sie in das Nest zu ihren kleinen Mäuschen. Langsam wurde es abends und der Tisch war wieder schön gedeckt mit Marmelade, Wurst und auch der Käse lag wieder da. Die kleine Maus war da und wusste gar nicht, was sie machen sollte in diesem kalten Haus in der Ecke. Und sie dachte sich, wo soll ich mich nur einnisten? Und da sah sie, dass die Frau immer näher kam und zu dem Staubsauger ging. Die Käsescheibe sah das auch. Aber da klingelte es an der Tür. Und die Käsescheibe rief zur Maus: Schnell, wenn jetzt die Tür aufgeht, dann nimm dann die Kinder und renn raus, renn, renn, renn. Die Frau öffnete die Tür, denn es waren die Eltern, die ihre Kinder abholen wollten. Und da wollte gerade die Frau die Tür zuwerfen und die Käsescheibe rutschte blitzschnell zwischen die Tür, so dass die Maus und die kleinen Mäuschen alle noch durch einen kleinen Spalt nach draußen verschwinden konnten. Sie liefen und liefen und liefen, so wie es ihnen die Käsescheibe gesagt hatte, und liefen immer weiter bis in einen Wald hinein. In dem Wald war der Maus und den kleinen Mäuschen sehr kalt, denn sie war ja eine Hausmaus und keine Waldmaus. Sie lief in den Wald hinein. Und dann auf einmal, es wurde immer dunkler, da auf einmal sah sie ein schönes, weiches Moos unter den Bäumen, so ein grünes, weiches Moos. Und wenn man darüber lief, da sank man fast wie in ein weiches, weiches Kissenbett ein. Und gerade dachte sie, da ist vielleicht ein kleines Löchlein, wo wir übernachten können, wo wir unsere Köpfe schön drauflegen können. Aber in dem Moment stand vor ihm ein Eichhörnchen und sagte: Was machst du denn hier, du Maus? Du bist keine Waldmaus. Du bist auch keine Feldmaus, du warst eine Hausmaus, raus! Da sagte die kleine Maus: Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die Käsescheibe hat mich gerettet und sie hat mir gesagt, ich soll in den Wald gehen. Und jetzt bin ich im Wald und jetzt wirfst du mich hier aus dem Wald raus. Aber wo soll ich denn noch hin mit meinen Kindern? Ich habe doch so kleine Kinder. Da sagte das Eichhörnchen: Tja, das ist mir eigentlich ganz egal. Da sagte die kleine Maus: Weißt du was? Ich kann, was ganz Tolles kann ich dir zeigen. Und zwar, wie man ganz tolle Löcher macht und wie man dann ein ganz schönes Nest baut mit ganz vielen schönen weichen Sachen. Da sagt das Eichhörnchen: Ganz schöne weiche Sachen? Loch machen? Tja, das habe ich noch nicht gehört. Na gut, dann zeig mir das mal morgen. Und wenn mir deine kleine Höhle gefällt mit den weichen Sachen, die du da drin hast, dann können wir das ja nochmal überlegen, ob ich dich aus dem Wald rausschmeiße oder nicht. Die kleine Maus sagt den kleinen winzigen Mausekindern Bescheid. Sucht alle weichen Federn, die ihr im Wald finden könnt. Sucht alles. Und in der Zeit, wo die kleinen Kinder ganz schnell das kleine, trockene, weiche Moos fanden und viele Federn von den Vögeln und sogar ein bisschen Kaninchenfell und alles, was ganz, ganz, ganz weich war, was im Wald war, ganz leichte Federn, so Taubenfedern, so graue, flauschige und so, brachten sie alle her vor das Loch, was die kleine Maus grub. Die Maus grub aber so ein großes Loch, dass es auch für ein Eichhörnchen reichen würde. Die kleinen Kinder hatten so viele Federn und so viele Sachen so flink gesammelt, dass am Abend war das Loch fertig mit einem schönen Eingang. Und in dem Eingang hatten sie Grashalme hingehängt, sodass man da wie durch einen Vorhang durchgehen konnte. Und in dem Loch, in dem wie eine Höhle, lagen ganz viele weiche Federn und ganz schöne weiche Blüten getrocknete. Und es duftete wunderbar. Das Eichhörnchen stand abends da vor dem ganzen Haufen von Erlen und es sagte: So, ich sehe, ihr habt es nicht geschafft. Raus aus dem Wald. Da sagte die kleine Maus: Nein, ich hab doch hier nicht hier Erdhaufen hingeworfen. Schau doch mal, was ich gemacht habe. Und es nahm das Eichhörnchen an einem kleinen Zipfelchen vom Fell und sagte: Schau mal.
Und da machte es den kleinen Vorhang aus Gras weg und das Eichhörnchen schaute rein und sagte, so ein weiches Nest habe ich ja noch nie gesehen und so groß. Und das Eichhörnchen ging in die Höhle herein und sagte, das ist ja so weich. Und es legte sich auf diese weichen Kissen von tausende von grauen, flauschigen Federn. Und ganz trockenes, weiches Moos war da. Und oben war eine ganz winzige kleine Kammer. Das Eichhörnchen sagte, was ist das denn? Das ist das Nest für mich und meine kleinen Kinder, wenn du mich hier lässt. Das Eichhörnchen war aber so glücklich über so eine tolle neue Höhle und darüber, dass die kleinen Mausekinder so toll mitgeholfen hatten, dass es sagte, ja, du bist eine tolle Hausmaus. Ich möchte mit dir zusammenleben. Und weil du so lieb bist, zeige ich dir jetzt meine Vorratskammern und du kannst hier bei mir in der Höhle leben und dann ziehen wir unsere Kinder nämlich gemeinsam auf und wir werden genug zu essen haben. Und ich zeige dir dann, wie man die ganzen Nüsse und die ganzen Waldfrüchte findet. Und so waren die Maus und die Eichhörnchenfrau, so waren sie gute Freunde. Und wenn die eine nach Nüssen suchte, dann passte die andere auf die Kinder auf. Und so lebten sie glücklich und zufrieden. So, meine lieben Kinder, das war ein schönes Märchen. Und wenn ihr etwas Schönes hört, dann könnt ihr auch schön schlafen, wenn ihr dann direkt ins Bett geht. Abends dürft ihr nicht streiten, da dürft ihr nur schöne Dinge hören. Und mein Name ist Alexa Rubin. Ihr könnt auch gerne diesen Kanal abonnieren. Der heißt Märchenhelfer. Und dann verpasst ihr jeden Samstag um 17 Uhr kein neues Märchen mehr. Und wenn ihr mir einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann malt doch einfach ein schönes Bild zu dem Märchen. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das an meine E-Mail-Adresse sendet, märchenhelfer.com. Und dann halte ich das vielleicht mal hier hoch. Also, schlaft gut, eure Alexa Rubin. Tschüss!